also auch mal von mir einen schönen guten Abend und ich freue mich, dass ich auch mal wieder in Brandenburg bin. Ich bin ja hier, habe hier lange gelebt, bin ein Kind des Speckgürtels sozusagen und habe lange in Falkensee gelebt und dort auch angefangen, Politik zu machen und bin dort auch tatsächlich zur Stadtentwicklung gekommen und kenne mich deswegen auch eigentlich ganz gut mit diesen Brandenburger Themen aus. Bin von Hause aus Stadtforscherin, habe zum Thema Bodenprivatisierung nach 1990 in Brandenburg und die Speckgürtelwerdung um Berlin herum meine Masterarbeit geschrieben und bin auch deswegen ein großer Fan von Raumplanungsfragen und den Fragen von, was macht eigentlich Berlin inmitten von Brandenburg und was macht Brandenburg um Berlin drumherum. Und insofern verbinden uns natürlich diese Mobilitätsfragen auch und ich habe jetzt ganz gespannt gelauscht. Ich selber kannte diese Mobilitätsstrategie, den Entwurf natürlich nicht. Das liegt auch damit zusammen, dass ich vor allem Stadtentwicklung, Tourismus und Smart City als meine Tätigkeitsfelder habe und heute ja Herrn Wolf hier vertrete, habe aber trotzdem ein paar Gedanken dazu mitgebracht. Also die Frage der Mobilität ist zweifelsohne eine Frage, die wir gemeinsam beantworten müssen. Aus diesem Grund haben wir auch das Thema gemeinsame Landesplanung zusammen mit Brandenburg zu planen. Wieder in den, in den Koalitionsvertrag aufgenommen und auch wieder auf die Agenda gehoben und haben auch ganz klar gesagt, also Berlin wächst gerade über seine eigenen Grenzen hinaus. Das war schon mal so, das ist jetzt wieder so und man kann nicht auf Dauer auf Kosten des Umlandes planen. Man kann jetzt irgendwie auch nicht die ganze Zeit so tun, als wäre das, was im Speckgürtel passiert, nicht die eigene, Hausaufgabe, die man nochmal beantworten muss, weil wir wissen ja, dass die Aktivitäten im Speckgürtel ganz wesentlich davon abhängen, was in Berlin nicht passiert oder passiert. Also die Frage auch der Achsenentwicklung, Siedlungsstern, das sind alles Dinge, die uns bewegen. Und wir haben in Berlin zunächst mal ein Thema, würde ich sagen, als stadtentwicklungspolitische Sprecherin, das ist sind die Flächenkonkurrenzen. Und die Flächenkonkurrenzen sind ja jetzt auch schon hier genannt worden, also die Frage von Entsiegelungen, wie gehen wir mit dem Raum um, den wir haben, spielen ja also auch in Brandenburg eine Rolle, natürlich eine ganz andere, weil hier hat man sehr viel Raum, wie wir wissen. Aber in Berlin ist es so, dass wir immer mehr mit Flächenkonkurrenzen zu tun haben durch den extremen Bauboom und auch durch eben den großen Zuzug, aber eben auch durch also andere Formen der Verdichtung, wie zum Beispiel auch Verkehrsprojekte. Und da geht es jetzt ausgehend von dieser Frage der Flächenkonkurrenzen um eine ganz einfache Frage: Was tun? Und wenn man Flächenkonkurrenzen hat und eine Flächenknappheit, dann kann man nur sagen, wir müssen Raum zurückgewinnen. Und die Frage der Raumrückgewinnung zieht sich im Prinzip als ein sozial-ökologisches Umbauprojekt durch unseren Koalitionsvertrag in der Frage der Wohnraumrückgewinnung. Also wir sagen, es muss ein Maximalmaß an Wohnungsgrößen eigentlich zum Beispiel geben. Man muss sich mal darüber Gedanken machen, wie viel Raum ein Mensch eigentlich verbraucht, also den ökologischen Fußabdruck auf den Wohnraum zu übertragen. Wir brauchen die Raumrückgewinnung aber auch beim Stadtgrün. Wir haben die Situation, dass immer mehr Stadtgrün verschwindet, weil Flächen überplanbar sind und zu wertvollem Bauland umgewidmet wurden in der Vergangenheit. Wir haben ein Riesenproblem mit der Bodenspekulation, die Bodenpreise steigen, ist unermessliche. Auch dieses Phänomen beeinträchtigt inzwischen Brandenburg, wie wir wissen, weil im Speckgürtel ist die Situation genau die gleiche. Und das Ganze, jetzt komme ich zum Verkehr, findet sich natürlich beim Verkehr auch wieder, weil die Stadt wird größer, also die Stadt wird nicht größer, die Menschen werden mehr, die Häuser werden mehr, der Verkehrsraum wird nicht mehr, aber die Autos werden mehr und es ist völlig klar, dass man, dass die Stadt das nicht bewältigt bekommt und deswegen muss etwas passieren und deswegen gibt es ein ganz klares Bekenntnis dazu, diese
Straßenraumverteilung umzustrukturieren, also auch zu sagen, ein klares Bekenntnis zum ÖPNV, zum Ausbau des ÖPNV, gerade über Straßenbahnlinien, also Tramlinien. Straßenbahn in Brandenburg ist ja was anderes als in Berlin, also die Tramlinien insbesondere auszubauen und insbesondere den Fahrradverkehr zu stärken. Da hatten wir es natürlich ziemlich leicht, weil wir hatten einen Fahrradvolksentscheid, der läuft auch noch und damit hatten wir sozusagen den Rückenwind zu sagen, wir können ein ganz klares Bekenntnis zum Fahrradverkehr abgeben, ohne dass uns irgendwer lyncht oder die Presse uns irgendwie kaputt macht, weil völlig klar war, für diesen Fahrradvolksentscheid hatten so viele Menschen unterschrieben, dass das also auch völlig unumgänglich ist. Jetzt wird die Frage sein, wie kriegen wir das überhaupt planerisch umgesetzt, weil klar ist halt auch, dass man mit so einer maroden Infrastruktur, die wir momentan haben, und zwar flächendeckend in allen Bereichen, aber insbesondere im Straßenbereich, unglaubliche Planungskapazitäten braucht. Und das wird eigentlich die große Frage sein, wie man das jetzt gestemmt bekommt. Aber trotzdem gibt es eben dieses Bewusstsein von, wir haben ganz viel innerstädtischen Verkehr, der in kurzen Wegen, also relativ überschaubaren Wegen funktioniert. Und der kann auch jenseits vom eigenen Auto passieren. Und da zu sagen, hier steuern wir um und orientieren uns auf Fuß- und Fahrradverkehr und ÖPNV, um diese zu stärken. Wir haben ganz klar gesagt, das Sozialticket muss günstiger werden. Da gibt es ja jetzt momentan die aktuelle Debatte, ob 25 oder 27 Euro. All diese Dinge sind natürlich auch ganz entscheidend. Wir haben gesagt, es muss andere Angebote, Preisangebote für den ÖPNV geben. Es muss einfach attraktiver sein, den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen. Und insofern gibt es da ein relativ klares Bekenntnis. Es soll auch Begegnungszonen geben. Die Debatte darüber, ob unter den Linden jetzt stillgelegt wird oder nicht, hat ja die Gemüter erhitzt. Ich sag mal so, aus stadtplanerischer Sicht macht das Sinn. Aus verkehrsplanerischer Sicht kann ich es nicht einschätzen, denn ich bin keine Verkehrsplanerin. Das wird man also, das werde ich zumindest mit Spannung erwarten, ob das da eine sinnvolle Maßnahme ist. Ich will zu dieser Frage der Autozurückdrängung noch eins sagen, und dann komme ich auch zum Schluss. Die große Frage aus Sicht einer linken Partei ist aus meiner Sicht aber vor allem die Frage, wie sichern wir den Menschen den Zugang, die auf das Auto angewiesen sind, weil sie zum Beispiel als Putzkraft morgens um 5 in der Innenstadt arbeiten. Nämlich dann, wenn kein ÖPNV fährt. Und wir kommen nicht drum rum, diese Frage des Umbaus der Verkehrspolitik auch als die Klassenfrage im Prinzip zu stellen, also zu sagen, wer braucht denn was? Und wir wissen, dass gerade die einkommensarmen Schichten in den letzten Jahren verstärkt in die Außenbezirke gedrängt wurden. Das heißt, die sind diejenigen, die reinpendeln, um ihr Geld zu verdienen. Die pendeln in die Stadt rein. Das heißt, wenn wir über Fahrradmobilität oder Fußverkehr reden, dann ist das in Berlin-Mitte überhaupt kein Problem, weil die Leute, die arbeiten zu Hause oder müssen überhaupt gar nicht arbeiten, weil sie so viel Geld haben oder so. Aber die Menschen, die in den Außenbezirken wohnen und reinpendeln, die haben ein echtes Problem, wenn wir sagen, wir machen die Innenstadt autoverkehrsfrei. Und deswegen würde ich das sozusagen als Frage, die mich da immer noch sehr interessiert und die aus meiner Sicht auch nicht beantwortet ist, mit reingeben. Gleichwohl glaube ich, dass die Idee, und dazu gibt es auch ein Bekenntnis im Koalitionsvertrag, die Parkraumbewirtschaftung in Berlin sehr stark auszudehnen, um eben diesen Raum auch zurückzugewinnen und eben das Parkproblem auch in den Griff zu bekommen. Und da wird man eben auch sehen, ne? Das ist eben auch eine Frage dann für die Brandenburgerinnen und Brandenburger, wie die Einpendler damit umgehen können, wenn dann eben nur noch die Anwohner Parkplätze bekommen. Das ist eine offene Frage, die ich sozusagen in die Runde geben würde. Trifft es dann die kleinen Handwerker, die nach Berlin reinpendeln, um dort zu arbeiten, wenn Berlin halt eine einzige Parkraumbewirtschaftungszone ist? Und so eine Frage wird es einfach zu diskutieren geben und dann am besten natürlich mit den Brandenburgerinnen und Brandenburgern gemeinsam.